Ich muss meine Sache, ich will einen Ruderwurf. Wir können auch nicht weiter kombinieren. Aber, was wir als nächstes tun werden, ist jetzt nämlich, nein, das hier. Wir wechseln auf Krawallgold. Hä? Was zum... Alles in Ordnung? Ja, super. Ich nehme dasselbe nochmal. So, den lieben Boso sprechen wir jetzt an. Hallo, Boso. Ah, Rufus. Was liegt an? Ach, mit ihm habe ich, glaube ich, noch gar nicht geredet. Habe ich etwa die ganzen... Wie ich haben... Da wir die ganzen Gespräche schon hatten und ich... Irgendwas machen habe, helfe schießt. Gewiss, das für... Ihr bewusst jetzt deine Fübe ein... Ich schaff... Übrigens, Moment. Bis jetzt später. Verlauf. Mir ist das gerade ein bisschen zu leise. Wir haben ihm ja die Noten weggenommen. So, Boso, jetzt Hallo, können wir weiterhin. Ah, was liegt... Wie ist der Grog hier? Das ist Pfeffern. Ach, hier. Aber hör mal, also, die nimm ehrlich mich. Naja, so... Was wolltest du vorhin sagen? Ging es um ein ganz spezielles Entermanöver? Ich weiß nicht mal. Ihr Pirin und Sting, obwohl meine Bambina wohnt hier auf. Ich glaube, ihr war. Und sie hat dich. Und sie hat mir die ganze Zeit eine. Ah, das hat man auch nicht. Das... Entschuldigung, Moment. Eigentlich, du eigentlich hol dir. So, krieg ich das nochmal? Nochmal zum Thema Frauen. Oh. Muss das sein? Die Wunden aus meiner letzten Beziehung sind kaum verheilt. Ach, sei doch mal nicht so melodramatisch. Aber es stimmt. Oh. Eine Kugel steckt sogar noch im Bein. Stell dich nicht so an. Oh, Entschuldigung, jetzt hatte ich das übersprungen. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Das hat man ja noch gar nicht. Ach, ich finde so voreilig, weil ich hatte das alles schon. Tut mir sehr leid. Ich glaube, Lady Goal steht auf mich. Lady Goal? Ja, sie ist echt vom Allerfeinsten. Eine richtige Klassefrau, so mit Stil und großen Etiketten. Etikette? Ich werde sie mit meinen Gentleman-Manieren noch schwer beeindrucken. Hm. Meinst du nicht, dass du dir da vorher ein paar Tipps holen solltest? Sprich doch einfach mal mit Seagull. Der wohnt in der Oberstadt. Wenn dir einer weiterhelfen kann, dann er. Ich glaube, Baby Goal steht auf mich. Baby Goal? Ja, weil sie echt süß ist und so. Dummerweise ist sie auch sehr gutgläubig. Na, dann hast du doch freie Bahn. Geh zu ihr und sprich sie an. Och, ich weiß nicht. Oh, er weiß nicht. Ich glaube, Krawall Goal steht auf mich. Krawall Goal? Ja, weil sie echt was drauf hat, verstehst du? Scheinbar ist ihr ganzes Temperament auf einer Datasette gelandet. Oh je, dann sei lieber vorsichtig. Glaub mir, ich kenne die Sorte Frau. Wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen muss, können sie ganz zahm und verspielt sein. Aber eine falsche Bewegung, ein falsches Wort und sie fahren ihre Krallen aus. Ich muss ihr jetzt aber keinen Kratzbaum kaufen, oder? Das Einzige, was hilft, sind die richtigen Worte. Bei meiner Bambina war es genau so. Ich musste nur den einen entscheidenden Satz sagen und zack, schon wurde aus dem Tiger ein zahmes Hauskätzchen. Warum seid ihr dann nicht mehr zusammen? Naja, ich wurde heiser und sie kam schneller an den Waffenschrank als ich zur Tür. Oh. Wie lauten denn diese mysteriösen Worte, mit denen man temperamentvolle Frauen bändigen kann? Vergiss es, Rufus. Diese Worte haben schon genug Schmerz verursacht. Aber mittlerweile muss die Wunde in deinem Herzen doch wieder verheilt sein. Es geht hier nicht nur um mein Herz, Rufus, sondern auch um mein Schultergelenk, ein Bein und den linken Lungenflügel. Wie hat sie den linken Lungenflügel verletzt? Erzähl mir mehr von deiner Bambina. Tja, sie ist die temperamentvollste Frau, die ich kenne. Ihr gehört der Waffenladen in Klein-Venedig. Ein echtes Mordsweib. Auch wenn sie nie verurteilt wurde. Es ist schon eine Weile her. Da habe ich mein Herz an sie verloren. Gott sei Dank hatte Doc noch ein Spenderherz auf Lager.
Ich finde, du solltest deiner Bambina mal einen Besuch abstatten. Was? Nein, vergiss es. Ach, komm schon. Sie klingt echt scharf. Könnte dir die Kehle aufschneiden und würde. Bist du jetzt ein Pirat oder so ein Piro? Zum 100. Mal. Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch kein Interesse, mich andauernd von dir in irgendwelche Abenteuer verstricken zu lassen. Ich mochte mein Leben, wie es war, bevor wir uns getroffen haben. Ruhe, Frieden. Gemächlichkeit. Kaperfahrten, Seeschlachten, Meutereien, Ermordung der Erstgeborenen. Sonntagsnachmittagsspaziergänge, Gartenausstellungen. Brandschatzen, Kiel holen, Schatz suchen, Kreuzigungen. Ach, verdammt, Rufus. Nicht jeder mag Konflikte und ich schon gar nicht. Magst du doch. Nein, mag ich nicht. Magst du doch. Nein und nochmals nein. Doch, 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 doch. Im Gegenteil. Ich scheue Konflikte, ich... Okay, ich gebe auf. Ha, wusste ich's doch. Du stehst immer noch auf sie, nicht wahr? Ich werde mal bei ihr vorbeischauen. Triff mich in Klein-Venedig vor dem Waffenladen, okay? Ich werde seelischen Beistand brauchen und medizinischen. Und klar, du alter Haudegen. Oh, seelischen und Medizin. Was soll denn Rufus da medizinisch bitte reißen? Alter, Rufus kann medizinisch nicht reißen. Der ist ein wandelndes Chaos. Nicht gar mehr. Okay, er hat die Noten, der Gondolier schon, ne? Boso sitzt jetzt vor dem Laden. Jetzt müssen wir nur noch eine Sache machen. Muss ich kurz mal gucken gehen. Das Rohr ist rot, okay. Hier geht's nochmal. Warte mal, ich glaube, das ist sogar schon richtig, oder? Weil das Rohr ist gelb, genau. So, dann ist das schon mal richtig. Da, na klar, Klein Venedig. Ach, Docks Werkstatt ist damit verbunden, okay. Gut. Ich weiß gar nicht, ist das Rohrventil auf oder zu gewesen? Na super, jetzt ist das aber geklappt. Jetzt ist es zu. Und behalte das für den... Okay, ist offen. Gut. Boso. Ah, Rufus, da bist du ja. Bleiben Sie, wo Sie sind. Mein Optiker kann Karate. Aber Rufus, ich bin es doch. Boso. Siehst du behämmert gut aus. Meinst du nicht, dass der Hut ein dickes Gesicht macht? Nein. Außerdem zwicken die Rüschen im Schritt. Das gehört so. Genau richtig für ein Date. Rieche ich da sogar Aftershave? Das ist Anti-Wolf-Spray. Gut, da denkt jemand mit. Es kann losgehen. Ich weiß nicht. Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Na klar, das wird so aus. Machen wir hier noch gleich. Und hier habe ich gerade Besseres zu tun. Okay, machen wir das. Na klar, das wird super. Das letzte Mal, als du das gesagt hast, bin ich auf einen Riff gelaufen. Aber der Ausblick war doch einmalig. Komm schon, Riesenbaby. Herrje, worauf habe ich mich da eingelassen? Verfluchte Gören! Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ich euren Opa nicht erschossen habe? Zumindest nicht! Was, Boso? Bist du es wirklich? Nein. Los, komm rein. Ich will nicht schon wieder die Leiche eines Lärmschutzbeauftragten im Kanale entsorgen müssen. Komm schon! Gott. Und jetzt verrätst du mir, wo du die ganze Zeit gewesen bist. Ich war unterwegs und, was hast du mit der Machete vor? Jetzt beruhig dich doch. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Sie hat ein Laserschwert. Und eine Kanonenkugel. Komm schon, Bambina. Du weißt doch genau, wie das läuft. Erst bist du wütend, aber sobald ich diesen einen Satz sage, was ist das? Hörst du die Geräusche? Wenn ich mich nicht täusche, sind Schreibtraben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Getrappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre, sind Schrottgraben im Tempelgraf. Dahin ist mein Schlaf. Kantappe, 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 kantappe,
das ist doch nicht zu fassen. Bei dem Lärm versteht man ja sein eigenes Wort nicht. Ich denke, es ist besser, du gehst jetzt. Aber... Raus, sofort! Okay. Tja, ich hab dir doch gesagt, dass... Psst, ich hör da was. Ach nein, Waschlappen können ja gar nicht sprechen. So, der Gondolier fährt wieder weg. Wir machen mal ganz schnell das Rohrventil zu. Ha, ich hab sie. So, Docs Werkstatt ist das grüne Rohr. Da steht auch der Airbag, Marktplatz. Einmal von Rot zu Grün. Dann wieder da lang und da lang. Und aufdrehen. Lauft! Ihr seid frei! Aber nicht verlaufen. Da drüben fallen sie jetzt rechts alle in den Ersatz-Airbag. Bam, bam, badam, bam, 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 bam. So, jetzt müssen wir den Gondolier wieder ein bisschen ärgern. Und gegen die Stoßstange latschen. Genau, dankeschön. Ach, ja. So, das haben wir. Jetzt gucken wir mal. Ach, übrigens, und ganz kurz gezeigt, da es eine neue Aufnahme ist, ist die unzerstörbare Sonnenbrille noch nicht zerstört. Ich habe auch das Gespräch mit ihm nicht gemacht. Einfach, weil es mich ehrlich gesagt auch nicht mehr interessiert hat. Und ja, der winkt da oben immer noch drin. So, nur ganz kurz nochmal gezeigt. So, jetzt sehen wir dort eine ganz kleine Krabbeläuglein. Und jetzt müssen wir noch einmal den Boso da hineinjagen in sein Unglück. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Ja. Du willst doch nicht etwas schon aufgeben, oder? Du willst doch nicht etwas schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Verfluchte Pfadfinder! Ihr werdet eure Penetranz noch schwer bereuen, wenn ich erst einmal rausgefunden habe, warum die Selbstschussanlage... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Ja, werdet bei mir übrigens nicht die anderen Lieder dementsprechend mal hören. Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen! Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Man kann nämlich auch die anderen Lieder nutzen, die dort in der Musikbox gespielt werden von dem Zwerg. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Sind Schrapnappen in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Wir trappe, wir klirre, wenn ich mich nicht irre. Sind Schrottgraben im Tempelgraf, dahin ist mein Schlaf. Kantappe, 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 bla, bla, bla. Ich kann so nicht pennen, du, wenn ich mich nicht verrennen, du. Sind Schrottkrabben in unserer Uhr, was treiben die da drinnen, du? Ramette, echt, Ratte, Krach, Holter, die Polter, Jaus, Murmel, Eul, Jamme, Bedauf, Kuppel, Kuppel, die Pumpsatter, Hämmer, Stütze, Bachleid und eine Auskugel. Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Sind acht noch Stunden später Schrottkrabben im Chronometer. Dahin mit der Ruhe, wenn ich mich nicht vertue. Schrottkrabben im Zeitmessgerät und langsam wird es wirklich spät. Woher kommen jetzt plötzlich die Trompeten und Geiger? Was soll der Dreck? Ich will hier weg. Ich dreh vor am Zeiger. Es geht mir auf den Wecker. Schon seit Stunden lieg ich wach. Ich glaube, munte Hochzeit morgen fällt erstmal flach. Oh, nicht schon wieder. Was für ein Anblick. Los, Boso, sag es. Oha, jetzt wird's interessant. Hey, Puppe. Kommst du öfter hier? Oh, Boso. Wow, 6 Worte und doch das Tor zu einer neuen Welt.
Wow, 6 Worte. Und Rufus Kanzian und der Gondolier tut mir ein wenig leid, aber die Schrottkrabben hatten bestimmt ihren Spaß. So, damit müssen wir jetzt hier hin, da rein und die liebe Krawallgoal anquasseln. Wird jetzt lustig. Und los geht's. Hey Puppe, kommst du öfter her? Bitte was? Hey Puppe, kommst du öfter her? Soll das lustig sein? Erst verschleppst du mich und dann kommst du mit sowas? Ist dir am Ende gar nicht aufgefallen, dass ich wirklich, wirklich wütend bin? Hey Puppe, kommst du öfter her? Wow, keine Schlägereien in meiner Bar. Es mag ein Treffpunkt für den übelsten Abschaum sein, aber es gibt immer noch Regeln. Er hat angefangen. Ich hab nichts gemacht. Da hat er recht. Es ist kein Verbrechen, wie ein Idiot rumzulaufen. Hey. Aber sich wie ein Idiot zu verhalten vielleicht? Hey, hab ich gesagt. Du hast Glück, dass ich keine Frauen schlage. Kannst es ja mal versuchen. Vielleicht fange ich damit an, dir den Hintern zu versohlen. Wenn du scharf auf einen gebrochenen Kiefer bist. Wow, wow, wow. Hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt klären wir unsere Streitigkeiten auf zivilisierte Art. Es gibt nur ein Mittel, um euch Streithähne wieder auf Spur zu bringen. Schnabeltier-Bataka. Schnabeltür-Bataka. Das wird lustig. Du Gladiator. Auf geht's. Das wird lustig. Also it's on! Let's get ready for another boiling round of Plastico Squataka! Let's fight! Walking silly, bonus! Also, das letzte Mal habe ich nicht beim ersten Mal geschafft. Da habe ich 2 Anläufe gebraucht. Mal gucken. Bisher sieht es ganz... Ach, du Heiliger. Oh Gott. Die schützen wir mal. Da schützen wir. Ah, das war oben. Aua, nicht geschafft. Ah, da war ich zu langsam. Schnabeltiere. Aber man kann es auch beim ersten Mal schaffen. Eine Freundin hat es beim ersten Mal geschafft. Also es funktioniert auch ohne Training. Das heißt noch gar nichts. Ich wollte sie ja gewinnen lassen. Aber es kann auch nicht schaden, meine berüchtigten Rufus-Reflexe zu trainieren.